wieder ein paar ganz, ganz, ganz tolle Lifehacks für euch rausgesucht, die euren Alltag so vereinfachen werden. Ich glaube, ihr werdet sie lieben. Ich habe Lifehacks für den Sommer, für den Winter, für den Frühling, für den Herbst. Ich glaube, da ist für jeden von euch was dabei. Und schreibt mir doch auch mal in die Kommentare, ob ich euch ein paar Weihnachtshacks raussuchen soll. Dann mache ich euch da ein richtig schönes Weihnachtsvideo fertig. Ich glaube, das wird auch super lustig und super cool. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Und ja, bis dann. Ciao. Mein erster Tipp ist besonders im Sommer super cool, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr kennt das sicher, ihr schwitzt, euch ist super heiß. Ja, da gibt es eine ganz einfache Lösung. Und zwar haben die meisten Wohnungen und Häuser Fenster. Und wenn ihr da eure Handfläche einfach ganz fest an den Fenstergriff drückt und ihn dann mit euren Fingern umschließt, dabei auch den Daumen nicht vergessen, damit ihr den Halt nicht verliert und ihr nicht abrutscht, dann könnt ihr das Fenster mit einer einfachen Bewegung im Uhrzeigersinn öffnen. Und das Coole daran ist, ihr könnt das Fenster beliebig weit aufmachen, je nachdem wie viel Luft ihr wirklich braucht, ob viel oder wenig. Ich brauchte jetzt natürlich sehr viel, weil mir super, super warm war, aber das ist so cool, dann kommt die frische Luft rein, ihr schwitzt überhaupt nicht mehr und es geht euch einfach besser. Ja, Lifehack Nummer 2 ist für alle sehr wichtig, die genau wie ich super viel Wasser trinken jeden Tag. Das ist ja mega gesund und auch voll gut für die Haut. Und ja, ich bin einfach ein super Tollpatsch. Mir passiert das andauernd, dass ich die Flasche hinstellen will. Und hier sehen wir es, die fällt einfach um. Ich weiß auch nicht, ich bin echt so ein Tollpatsch. Das passiert mir immer wieder. Und ich bin mir sicher, das passiert vielen von euch auch. Und da habe ich einen richtig coolen Tipp für euch. Ihr nehmt einfach einen eurer Schuhe. Dabei ist auch völlig egal, was für ein Schuh es ist. Ob ein Turnschuh, ein Stiefel oder Sandalen, ganz egal. Dann stellt ihr den Schuh auf eine gerade Fläche und ihr habt den perfekten Ständer für eure Wasserflasche. Da kann selbst ein Tollpatsch wie ich die nicht mehr umwerfen. Also die ist wirklich super sicher, idiotensicher sozusagen. Und ja, das kann jeder total einfach nachmachen. Ich empfehle es euch nur, das ist echt super. Und immer dran denken, viel trinken ist gesund. Nicht vergessen! Diese Situation sollte jeder von euch kennen. Man sitzt auf der Toilette und hat gerade erfolgreich sein großes Geschäft verrichtet. In meinem Fall ein sehr, sehr großes, wie man sieht. Und ihr steht auf und stellt fest, irgendwas stinkt hier aber ganz schön, richtig übel. Ja, und wenn man dann nochmal einen Blick in die Toilette wirft, dann weiß man auch warum, wo der Gestank herkommt. Alle mal Nase zuhalten jetzt. Da habe ich aber einen super Trick für euch, das habe ich auch vor kurzem erst rausgefunden. Und zwar haben die meisten Toiletten eine Vorrichtung mit 1 bis 2 Knöpfen, die man einfach drücken kann. Einen kleinen und einen großen. Und wenn man diese Knöpfe drückt, das zeige ich euch jetzt mal, dann wird eine große Menge Wasser durch die Toilette durchgespült und alle Gerüche verschwinden. Das ist echt super, ihr riecht danach gar nichts mehr. Alles riecht so frisch wie diese Pflanze hier. Echt super. Lecker. Lifehack Nummer 4 ist für alle Hobbyköche da draußen interessant, die genauso gerne Zwiebeln essen wie ich. Ich koche super gerne mit Zwiebeln, aber sie rutschen mir einfach immer aus den Händen, weil sie halt so glatt und rund sind. Ich habe da wirklich gar keine Chance, ich kleiner Tollpatsch, die fallen mir echt immer hin. Da habe ich einen super Trick für euch. Nehmt einfach ein handelsübliches Messer, aber aufpassen, au, ganz schön spitz, schneidet die Zwiebel damit einmal in der Mitte durch. Ich zeige es dir einmal, genau so. Und schon habt ihr 2 Hälften, die auf gar keinen Fall mehr wegrutschen können. Man kann sie hochnehmen, wieder hinlegen und auch die andere Seite. Hochnehmen, hinlegen, so oft man will und da fällt einem wirklich gar nichts mehr runter oder rollt irgendwie weg. Das ist so super. Also, viel Spaß beim Kochen. Mein letzter Lifehack ist nicht nur super nützlich, sondern auch super wichtig. Ich würde sogar sagen, überlebenswichtig. Ihr kennt das, man sitzt auf der Couch, will chillen und plötzlich kriegt man gar keine Luft mehr. Das ist super unangenehm, man hat wirklich das Gefühl, man würde ersticken. Da habe ich aber einen super einfachen und auch naheliegenden Trick für euch. Und zwar habt ihr eine Nase und einen Mund, durch die man einfach ein- und ausatmen kann. Ich zeige euch das mal kurz. Und ihr hört schon, man kriegt wirklich super viel Luft. Ich empfehle, durch die Nase einzuatmen und durch den Mund wieder auszuatmen, um die maximale Menge Sauerstoff zu bekommen. Und ihr werdet euch so lebendig fühlen, das ist echt perfekt. Also, nicht vergessen und immer fleißig weiteratmen. Ja, das waren die 5 Lifehacks für heute. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Tricks ihr davon noch nicht kanntet und welche ihr ab jetzt immer benutzen werdet. Und ja, dann mache ich vielleicht bald noch einen zweiten Teil. Es gibt ja noch tausende Hacks, die ich da für euch habe. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.